Wir sind hier an der Kieler Förde, einer der meistbefahrensten Wasserstraßen der Welt. Unzählige Personen- und Handelsschiffe passieren hier jeden Tag den Kanal. Der Hafen mit seiner riesigen Logistik ist weltweit bekannt. Fähren wie diese, die kennen wir doch alle. Sie fahren zu festen Zeiten und der Captain lenkt sie aus dem Steuerhaus. In Zukunft könnte es auch Fähren geben, bei denen das anders ist. Die Schifffahrt wird digitaler. In Zukunft warten wir nicht mehr auf die Fähre, sondern die Fähre wartet auf uns. Die voll vernetzte Fähre, die voll autonom fahrende Fähre schafft einfach ganz neue Möglichkeiten. Ich bestelle mit dem Handy, bezahle mit dem Handy und kann jederzeit die Fähre benutzen. Diese neuen Fähren sehen nicht nur sehr futuristisch aus, es steckt auch sehr viel neue, modernste Technologie in diesen Fähren. Das schafft die Möglichkeit, dass sie entweder vom Homeoffice von einem Kapitän gesteuert werden können oder auch autonom unterwegs sind und damit jederzeit einsatzbereit und äußerst effizient Mobilität anbieten können. Damit all das funktionieren kann, braucht es vor allem eins, den Mobilfunk in Echtzeit, 5G. Deshalb wollen wir hier in Kiel an der Förde gemeinsam mit der Stadt, mit der Universität und mit weiteren Partnern das Projekt Förde 5G an den Start bringen. Wir wollen die Mobilfunktechnik 5G entlang des Wassers aktivieren und testen, wie digital die Schifffahrt in Zukunft sein kann. Denn hier in Kiel beginnt die Zukunft schon heute.